begrüße euch auch alle ganz herzlich. Heute geht es darum, wie wir neue Kraft und eine innere Klarheit finden können, um gestärkt aus einer Krise hervorzugehen. Manchmal hört man in diesen Tagen den Satz, dass eine Krise immer auch eine Chance wäre. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, zumindest meine ich, dass dieser Satz automatisch nicht stimmt. Denn zur Chance wird die Krise doch nur dann, wenn ich mich ihr stelle, wenn ich daran wachse und wenn ich daran reife und wenn ich die Veränderungen, die sie mit sich bringt, auch annehme. Und zum Stichwort Veränderungen: Veränderungen sind für alle Menschen, das liegt in unserer Natur, eine schwierige Angelegenheit. Wir lassen uns nur schwer bewegen. Auch wenn es einige Menschen gibt, denen fällt das vielleicht ein bisschen leichter als andere, so braucht es doch in der Regel immer einen Anstoß, damit es zur Veränderung kommt. Und zwei Ereignisse sind so besonders kräftige Motivationshilfen, Anschübe, wenn es um Veränderungen geht. Die beiden heißen Liebe und Leid. Das ist so, wenn der Leidensdruck zunimmt, dann erreicht er vielleicht irgendwann einen Punkt, an dem sagen wir, so geht es jetzt nicht mehr weiter. Jetzt muss ich was ändern. Und das andere ist die Liebe. Wer verliebt ist, macht auf einmal Dinge, die wären ihm vorher nicht in den Sinn gekommen und singt mit der Band Revolverheld: Ich lass für dich das Licht an, obwohl es mir zu hell ist. Ich schau mir Bands an, die ich nicht mag. Ich geh mit dir in die schlimmsten Schnulzen. Ist mir alles egal. Hauptsache, du bist dabei. Liebe und Leid wirken große Veränderungen. Aber wie gesagt, es ist nicht einfach, sich zu verändern. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Wir Menschen sind fähig zur Veränderung. Jeder von uns hat das in seinem Leben schon erfahren. Einer, der ganz große Veränderungen erlebt hat, der sich ihnen gestellt hat, war Nehemia. Ein Jude, der unter Artaxerxes I., ungefähr im 5. Jahrhundert vor Christus, am persischen Königshof erfolgreich Karriere gemacht hat. Dieser Nehemia wird den Wiederaufbau der Stadtmauer von Jerusalem leiten und damit einen großen Veränderungsprozess in Gang setzen. Das weiß er aber am Anfang noch nicht. Sein Bericht, der ist im biblischen Buch Nehemia zu finden, und ich lese uns zunächst die ersten drei Verse von Kapitel 1. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalja, im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes. Im Monat Kislev war ich in der königlichen Residenz Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. Nehemia bekommt Besuch aus Judäa, die sich aufmachen ins Persische Reich, sein Bruder Hanani dabei, und Nehemia erkundigt sich, wie es dem Volk Gottes in Jerusalem geht. Wann hat dich das zuletzt jemand gefragt? Wie geht es dir? Und ich meine jetzt nicht diese Begrüßungsfloskel, wie geht's, auf die wir ja meistens mit gut antworten, oder es geht so, nur weil wir in dem Augenblick für Details einfach keine Zeit und vielleicht auch in dem Moment keine Lust haben. Wie geht es dir in dieser Corona-Zeit?
Kommst du klar? Wie sieht's im Betrieb aus? Welche Sorgen hast du um die Zukunft, um den Arbeitsplatz? Wie geht es uns als Gemeinde? Mit dem Lockdown im März, wo wir von jetzt auf gleich alle Veranstaltungen abgesagt haben, entstand eine Situation, die noch keine Generation vor uns je erlebt hat. Alles, was uns so vertraut war an Gemeinde, war nicht mehr möglich. Aber wir haben erlebt, dass Gemeinde mehr ist als ihre Gottesdienste und Versammlungen. Und so ganz langsam und sehr vorsichtig gibt es nun Lockerungsmaßnahmen und wir kommen wieder zurück. Aber Gottesdienste auf Abstand und mit Maske und ohne Singen, das ist etwas ganz anderes als das, was wir gewohnt sind. Die alte, uns vertraute Normalität, die gibt es nicht mehr. Und wann und ob sie überhaupt je wiederkommt, das kann heute noch keiner beantworten. Wir suchen also nach Ersatz, wagen uns in die digitale Welt. Auf diesem Feld sind wir als Gemeinde blutige Anfänger und haben weder die Erfahrung noch die Ressourcen, die die Gemeinden haben, die seit Jahren Videogottesdienste anbieten. Solche Veränderungen führen automatisch zu Verunsicherung und wir erleben gerade große Umbrüche und stecken mit Corona in einer Krise. Und dabei hat uns vorher niemand gefragt, ob wir das wollten. Die Krise ist da und wir müssen lernen, damit zurechtzukommen und daran zu wachsen, auch geistlich zu wachsen. Wie geht es dir? Mit dieser Frage beginnt es. Wie geht es dir? Und dann hört Nehemia die schlechten Nachrichten aus Jerusalem. Und auf diese schlechten Nachrichten hätte er ja auch ganz anders reagieren können. Es gibt in Krisen drei unterschiedliche Reaktionsweisen: Flucht, Kampf oder Starre. Flucht. Das heißt, man macht sich auf und davon. Ich kann das Wort Corona nicht mehr hören. Lass mich in Ruhe damit. Das ist auch so eine Art Flucht. Dahinter steckt der Wunsch, dass es von alleine wieder weggeht und alles wieder ist wie früher. Aber Veränderungskompetenz sieht anders aus. Kampf heißt die zweite typische Reaktion. Kampf, das zeigt sich im Krawall oder im Kleinen, im Schimpfen. Nehemia hätte schimpfen können und sagen, was sind das für unzuverlässige Leute? Warum haben sie nicht längst was unternommen? Es geschieht ihnen ganz recht. In Corona-Zeiten zeigt sich der Protest in Zynismus und in Schimpfen auf die Regierung, auf die Fleischindustrie oder auf Menschen aus den Hotspots. Dann gibt es noch das Dritte, die Starre. Das ist wirklich wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange. Der Todstellreflex. Den Kopf einziehen, abwarten, Rückzug in die vertraute Wohnung. Nichts von alledem macht Nehemia. In Vers 4 lesen wir, wie er reagiert. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Ein Vers und fünf Verben. Erste Klasse nannten wir das noch Tu-Wörter. Tu-Wörter, weil sie eine Tätigkeit beschreiben. Weil Tu-Wörter von Schaffen reden, von Handeln, von Aktion. Aber was für ein Tun ist das denn, das hier in diesem Vers mit diesen fünf Verben beschrieben wird? Da steht, ich setzte mich nieder, ich weinte, ich trauerte, ich fastete, ich betete. Anstatt die Ärmel hochzukrempeln,
Baupläne zu zeichnen, Werkzeuge zu holen und Mitarbeiter zu motivieren, geht Nehemias Tun in eine ganz andere Richtung. Sein Tun führt ihn zur Ruhe, zum Gebet. Um nicht missverstanden zu werden, es gibt Dinge, da wissen wir sofort, was zu tun ist, was das Richtige ist. Der barmherzige Samariter, der geht auch nicht erst in eine Gebetsklausur, sondern der hilft dem Verletzten sofort. Als ich vor einiger Zeit mal von Hans-Peter Reuer, dem verstorbenen Bergsteiger und Leiter bei den Fackelträgern, erzählte, kam anschließend Klaus auf mich zu und berichtete mir von einem Erlebnis, das er mit ihm hatte. Die beiden waren sich begegnet, ich glaube, es war auf einer Tagung, und Klaus hatte gesehen, dass das Fahrrad von Hans-Peter Reuer einen Platten hatte. So ging er zu ihm hin und machte ihn ganz freundlich auf dieses Problem aufmerksam. So ähnlich wie man jemandem sagt, du hast das Licht an deinem Auto angelassen oder die Scheibe ist noch offen und es regnet gleich. Mit der Antwort, die Klaus dann bekommen würde, hatte er allerdings nicht gerechnet. Hans-Peter Reuer antwortete ihm mit einem Satz aus der Bibel, Jakobus 4, Vers 17, sinngemäß: Wenn du weißt, was gut und richtig ist, dann tue es. Klaus sagte, dass ihm dieser Satz, der ihm nachgegangen wäre, und dass er später sehr oft daran gedacht hat, in Momenten, wo die Entscheidung gefragt war, bringe ich mich jetzt ein, werde ich aktiv oder nicht, das Gute, das ich tun kann, wo ich die Möglichkeiten zu habe, zu tun. Nicht immer wissen wir aber auf Anhieb, was in einer Situation das Richtige ist, besonders wenn es um Dinge geht, die deutlich größer sind als einen Fahrradreifen aufzupumpen. Dann brauchen wir innere Klarheit. Und diese innere Klarheit geht in Krisen so leicht verloren. Denn ohne diese innere Klarheit ist die Gefahr so groß, dass wir aus dem Willen zu helfen in Aktionismus hineinkommen. Nehemia, wir werden das im Verlauf noch lesen, Nehemia ist eine außerordentlich begabte Führungskraft. Nehemia ist wirklich im guten Sinne ein Macher, ein Organisator. Aber alles beginnt hier. Alles beginnt im Gebet. Das ist eines der tiefsten Geheimnisse des Reiches Gottes, dass alle wirkliche Erneuerung aus dem Gebet kommt. Und darum ist das Gebet auch immer und immer wieder so umkämpft. Der Widersacher Gottes unternimmt alles, um die Gemeinde Jesu vom Beten abzuhalten. Nehemia nimmt sich Zeit, er betet. Diese ganze Phase dauert 3 Monate. Erst danach wird er aktiv und geht nach außen. Was macht das Gebet so besonders? Was macht das Gebet, was gibt ihm diese einzigartige Bedeutung im Glauben? Im Gebet verbinden wir uns mit dem unsichtbaren Gott. Da treten wir sozusagen in seine Gegenwart ein. Wir machen uns das bewusst. Wir richten den Blick weg von allen Fragen, von allen Nöten hin auf den, der immer größer ist, der in jeder Krise der Herr bleibt. Mir fällt diese Art zu beten morgens in aller Frühe am leichtesten. Weil mir geht das so, dann liegt meine Seele noch so ruhig da wie ein Bergsee. In diesen Momenten ist es mir einfacher, mich innerlich zu sammeln, meine Augen auf Jesus zu richten, nach ihm Ausschau zu halten in meinem Herzen und die Dinge mit ihm durchzusprechen, die mich bewegen. Für Nachteulen wäre das ein völlig falscher Zeitpunkt. Sie finden diese Ruhe eher in der tiefen Nacht, dann kommen sie zur Sammlung. Und entscheidend ist auch nicht die Uhrzeit, sondern entscheidend ist, dass unser Beten zu einer Begegnung mit Gott wird. Nehemia betet mit aller Intensität. Er nimmt allen Schmerz dessen, was er gehört hat, den er empfindet, alle Fragen und breitet sie im Gebet vor Gott aus. Und indem er das macht,
beginnt er die Situation mit Gottes Augen zu sehen, aus Gottes Perspektive. Er sieht tiefer. Er erkennt, dass es Zusammenhänge gibt zwischen heutiger Not und früheren Entscheidungen. Die zerstörte Stadtmauer hatte eine Vorgeschichte. 150 Jahre vor Nehemia war das. Im Jahr 587 vor Christus. Es gibt so ein paar biblisch-historische Daten, die sollte man vielleicht mal gehört haben. 587 vor Christus hat der babylonische König Nebukadnezar II. Jerusalem erobert und in Schutt und Asche gelegt. Und seitdem lag die Mauer am Boden. Einige Zeit später änderte sich die weltpolitische Lage. 539 wurden nämlich die Babylonier von den Persern besiegt unter König Kyros. Und der verfuhr ganz anders mit den besetzten Ländern, sehr viel lockerer, sehr viel großzügiger. Die nach Babylon verschleppten Juden durften dann unter seiner neuen Herrschaft zurückkehren und bekamen sogar die Erlaubnis, den Tempel und die Stadtmauer wieder aufzubauen. Trotzdem passierte nichts. Lange, lange Zeit passierte nichts. In dieser langen Zeit lebte Gottes Volk in der Stadt Gottes in Jerusalem mit dieser unverheilten alten Wunde. Als große Not und Schande wird es hier beschrieben. Weil die Katastrophe von damals, als die Stadt erobert wurde, eine Folge des lange vorher ständigen Ungehorsams gegen Gottes Willen war. Und trotz seiner Rettung, trotz seiner Hilfe, lebten sie immer noch in alten Trümmern. Nehemia spürte, das passt nicht zusammen. Wie geht's dir wirklich? Wo sind die alten Wunden deines Lebens? Die noch nicht verheilt sind. Welche Trümmer beweinst du? Und welcher Verlust ist da, der einfach deshalb nicht heilt, weil er so unwiederbringlich ist wie die Tore Jerusalems, die mit Feuer verbrannt wurden? Als Nehemia begreift, dass es hier um geistliche Zusammenhänge geht, stellt er sich darunter, nennt es beim Namen, benennt auch Schuld beim Namen und redet mit Gott darüber. Und das ist keine Taktik. Ein Schuldbekenntnis ist kein Mittel, um bei Gott irgendwas etwas zu bekommen, von dem ich vielleicht denke, dass er es mir gar nicht von sich aus geben möchte. Es geht hier darum, zum Vater, zum Himmel zu gehen und anzuerkennen, du hast Recht und ich habe Unrecht. Eben nicht mehr auszuweichen. Sich nicht mehr selbst zum Opfer der Umstände zu erklären oder die Verantwortung anderen zuzuschieben, sondern Verantwortung übernehmen, ich sagen. Vers 6. Wir haben Unrecht getan. Auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt, so betet Nehemia. Mit diesem ehrlichen Eingeständnis sprechen wir Wahrheit aus, Wahrheit über uns selbst. Und das ist so klärend und so befreiend, weil wir sagen, wer wir sind. Wir sagen, ich bin Mensch, du bist Gott. Ich kenne keinen anderen Ort, als das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, wo es so befreiend ist, ehrlich zu werden. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Wären wir alle in Ordnung? Wären wir alle so, wie wir in Gottes Augen sein sollten, dann wäre sein Tod am Kreuz überflüssig gewesen. Aber so ist das nicht. Wir sind von uns aus nicht, was wir sein sollten. Wir brauchen seine Erlösung. Hier geht es beim Thema Berufung als erstes drum.
Beim Thema Berufung denken wir ja zunächst ganz häufig an unser Tun. Jemand erklärt uns, Gott habe ihm gesagt, dass er ihn in den vollzeitlichen Dienst berufen habe. Oder wir sprechen von Berufen, also von Arbeit. Und auch da gibt es ja die Erfahrung, dass ein Beruf zu einer Berufung werden kann. Aber Gott beruft uns zuerst zum Sein und nicht zum Tun. Unsere Berufung, unsere allererste Berufung heißt, in einer vertrauensvollen Beziehung mit ihm, dem Schöpfer, zu leben. Im Gebet, da klärt sich Nehemias Berufung. Gott vergewissert ihm, dass die alten Verheißungen und Zusagen gelten. Und aus dem heraus erhält er dann aus dieser Berufung, wer er ist, erhält er dann auch die Zusage und die Beauftragung für das, was zu tun ist. Ich möchte mal die Brücke in unsere Zeit schlagen. Durch Corona fallen im Moment viele gemeindliche Veranstaltungen aus. Das ist eine gute Gelegenheit, uns dessen zu vergewissern, wozu wir berufen sind. Vielleicht geht es dir auch so, dass du den Abstand zur Gemeinde gar nicht nur als Belastung erlebst. Ein leitender Mitarbeiter sagte mir am Telefon, dass es eine ganz neue Erfahrung und eine neue Freiheit wäre, nicht mehr so viele Abende in der Woche in der Gemeinde sein zu müssen. Man dürfe es vielleicht nicht laut sagen, fügt er dann noch an, aber es fühlt sich gut an. Also ein Gutes hat Corona auf jeden Fall, die Krise hilft zur Klärung. Denn allzu oft haben wir doch die Teilnahme an gemeindlichen Veranstaltungen mit geistlichem Leben gleichgesetzt. Und die Pandemie, die hat nun mal dieses, ich nenne es mal den Gemeindebetrieb, zum Erliegen gebracht. Das gibt uns Freiraum, neu nach dem Sinn zu fragen, wie Nehemia ins Gebet zu gehen, die eigene Berufung als Kind Gottes neu anzunehmen, zu klären vielleicht, wo sie zu klären ist. Und dann Gottes Perspektive einnehmen, mit seinen Augen die Not sehen, die Not, die er mit uns Menschen hat, die Not der Menschen um uns her. Zu sehen, was Gott zur Rettung getan hat und was er heute tun will und dann auch fragen, Herr, wo ist denn mein Platz in deinem Rettungsplan? Wo willst du mich dabei haben als Teil deiner Mission in dieser Welt? Wozu willst du mich gebrauchen? Diese grundlegenden Fragen klären sich für Nehemia im Gebet. Sein letzter Satz in Kapitel 1 ist das Ende des Gebets und auch das Ende dieser Klärungsphase zeichnet sich hier ab. Vers 11. Ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Was das nun wieder bedeutet und wie Nehemia erlebt, dass Gott sich zu der Berufung stellt, darum geht es dann nächste Woche. Wir wollen mit Gott reden und neigen uns zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, die Corona-Krise macht uns zu schaffen. Alles hat sich verändert. Das Vertraute ist nicht mehr da und wir müssen lernen, mit Veränderungen klarzukommen. Lieber Herr, und für einige sind diese Veränderungen sehr groß und sehr schmerzhaft. Ich danke dir dafür, dass du in der Krise da bist und dass du auf uns wartest, dass wir zu dir kommen im Gebet. Herr, es ist so wichtig, dass wir unsere innere Klarheit finden. Und ich bitte dich so sehr, dass wir diese Chance nutzen, in dieser Krise neu uns dessen zu vergewissern.
wer wir in dir sind. Und dann neu danach zu fragen, wozu du uns in dieser Welt berufen hast. Amen. Wir sind am Ende dieses Gottesdienstes angekommen, aber hier muss für heute noch nicht Schluss sein. Wer jemanden zum Gespräch oder zum Gebet sucht, der findet unten in der Videobeschreibung die Telefonnummer unseres Segnungs- und Gebetsdienstes. Wer Lust hat, ein paar Leute zu sehen, der kann sich über Zoom in die virtuelle Cafeteria einwählen. Veranstaltungen wie diese sind mit Kosten verbunden und wer uns dabei finanziell unterstützen möchte, findet die Bankdaten ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Nun bleibt mir noch, euch ganz herzlich zum kommenden Sonntag einzuladen und den Segen für die neue Woche zuzusprechen. Und wir hier im Gemeindehaus stehen zum Segen. Bitte auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen.